Leute, ganz kurz bevor wir mit dem Video anfangen, vergiss nicht, das Daumen nach oben, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke aktivieren, dass du mein Video nicht mehr verpasst. Und muss mal sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Jo Leute, herzlich willkommen auf meiner CV. Ich habe euch gesagt, ne, ehrlich, es kommt irgendwann ein GTA-Video. Und endlich habe ich geschafft, ein GTA-Video zu machen. Ich bin gerade in öffentlicher Sitzung, also kann sein, dass die Leute uns abfacken. Ich würde euch ganz schnell sagen, wie meine Wohnung aussieht. Also wir fangen erstmal mit, ja, Klo an. Leider habe, ja, ich sehe sie hier, ich bin reich, ich habe 5 Klopapier hier, weißt du Bescheid hier, kann man duschen. Ja. Geht ja online halt, ne? Hier meine Wohnung. Also ich habe zwei Häuser und so sieht mein Wohnzimmer aus. Geil, ne? Also ich weiß nicht, wie viel der kostet hat. Also so sieht meine Wohnung aus. Das ist meine zweite Wohnung und meine allererste Wohnung ist auf dem Berg. Alter, Junge, da schießen jetzt schon welche. Wir gehen Leute jetzt in der Garage und ich bin wirklich gespannt eurer Meinung zu sagen, wisst ihr? So, sind wir in der Garage. Ja, Leute, ersten Blick sieht geil aus, auf jeden Fall. Hier eine Lambo. Meinte, das ist auch Lambo. Ja, das habe ich vom Casino bekommen. Das auch. Und das habe ich von meinem Geld gekauft. Und den Resten auch. Den auch. Den finde ich auch geil. Ich könnte ein Video machen, in dem wir alle Autos probieren und rumfahren. Ja, hier sieht schon die Polizei. So Leute, wenn ich bei meiner alten Wohnung bin, komme ich zu euch wieder, ne? Aber erstmal Sound checken, Bruder. Erstmal Sound checken. Von innen? So sieht's von innen aus. Boah, Junge, ich weiß nicht, ob ihr das wie im Echt hört, aber ich höre das wie im Echt, Digga. Das knallt. Naja, auf jeden Fall, wenn wir in meiner alten Wohnung bin, kommst du euch wieder. Bis gleich, ihr Lieben. So, einmal geradeaus. Und dann rechts. Ups, ups, ups. Tut mir leid, Bruder. Tut mir leid. Die arme Lampe, Alter. Mein Herz. Na komm. Rechts und dann einfach geradeaus und dann sind wir schon da. Also ich gehe erstmal in der Garage, weil es nie so viele Garagen, die ich gar nicht benutze, sind alle hier. Es sind noch drei oder welche, nicht wie viele, ich weiß selber nicht, wie viele Autos da drin sind. Deswegen, ja. Ja, einmal den Motorrad, einmal den Gangster-Motorrad, einmal den, das sieht aus wie BMW, aber keine Ahnung, einmal den Jeep. Und einmal, keine Ahnung, das habe ich hier gestellt, weil meine andere Haus ist voll mit Autos. Deswegen muss ich die Sportwagen manchmal hier stellen. Jetzt gehen wir in drin Haus, zeige ich euch ganz schnell. Also ich finde, sag mal so, meine Meinung, ne? Wenn da diesem Haus im Stadt ist, ne? Da wäre ich echt feiern, Dinger. Das Problem, da hat drei Etagen dieser Haus. Drei Etagen, wir können den ganz schnell abchecken. Also es kann ein bisschen gerade dauern, aber wenn wir Glück haben, gehen wir ganz schnell rein. Ja, es lädt ein bisschen, ja. Also so sieht es von draußen aus, ich denke so, auch oh, hässlich und so. Ich weiß nicht, ob ich Pool habe. Ich glaube, ich habe Pool, ne? Ich glaube schon, ich glaube schon. Ich habe es noch nie gesehen. Also egal, wenn wir draußen gucken, ja. Also das ist meine Küche, das ist meine Wohnzimmer. Und ja, ich weiß nicht, ob wir den immer noch Wohnzimmer nennt hier. Also das ist auf jeden Fall Wohnzimmer. Und das ist ein Balkon. Leider kann ich nicht draußen gucken, aber so sieht die Stadt von oben aus. Also ich bin fast am Berg. Ja, das Haus hat, glaube ich, 800.000 gekostet. Und beide Häuser, wenn ich zwei rechne, sind 1.500.000. Also Leute, das will ich im Real Life haben, Digga. Das will ich im Real Life haben. Auf jeden Fall. Wir haben hier mein Schlafzimmer. Sieht so geil aus und groß, ne? Also ich kann immer noch die Dings, die Stadt sehen, wenn ich schlafe und so. Und hier ist mein wunderschönes Klo. Sieht so geil aus, wie gesagt. Ja, also das will ich gerne in mein Real Life haben, Digga. Sieht so geil aus. Also wie gesagt, wenn dieser Haus im Stadt ist, dann feier ich, Digga. Dann
Dann fahre ich, hier ist meine Umkleide. Das ist jetzt zweite Etage. Meine letzte Etage ist mein wunderbarer Büro. Das sieht so nice aus, Leute, Junge. Das ist einfach unbeschreiblich. Und am Ende landet alles hier. Das ist einfach zu krank. So, ich weiß nicht, was ist, wie man den Land Chill-Ecke. Welchnie, Bücher, Welchnie. Habe ich noch nie gesessen. Kann man überhaupt sitzen? Kann man überhaupt sitzen? Junge, ich fühle mich hier wie als erstes Wohnung. Auf jeden Fall, hier ist mein Büro. Ganz normal, Lester-Büro. Ja, ich mache gerade keine Lester-Mission und so, weil. Keine Ahnung. Also, ich mache immer mit Kumpels Missionen und so. Hier kann man leider nie sitzen. Ja, das war's eigentlich mit meinem Vorstellungshaus. Sagen wir so, lass mal jetzt draußen chillen. Und mal gucken, ob die Leute mich fackeln oder ich die. Let's go. Also, ja. Ja. Oh, ich bin so gespannt, Digga. Auf jeden Fall, ich glaube, nächstes Video machen wir eine Mission mit Kumpel. Oder vielleicht alleine eine Mission. Oder ich lasse mich einfallen, Digga. Also, das ein Video auf jeden Fall kommt. Also, wie ihr seht, meine Konto, ne? Ich bin ein bisschen arm geworden, weil ich ein paar Sachen gekauft habe und so. Bisschen hier. Ja, ich hatte eigentlich 1 Million, aber. Ich habe 700.000 verloren, weil ich das Auto gekauft habe. Diese Lamborghini. Ja. Also ich glaube, ich mache ein Video. Ich weiß wirklich nicht. Also ich fällt mir eine Idee ein, aber ich sag's euch nicht. Ich lasse das geheim. Ich lasse das einfach geheim. Auf jeden Fall Fahrrad hängt auf jeden Fall. Mountainbike nennt man das, glaube Fahrrad. Glaube schon, ja. Naja, lassen wir jetzt zum Start. Bisschen driften, rumcruisen. Ich wollte nur euch ganz informieren, dass bald vielleicht ich Livestream mache, wie ich GTA spiele auf Twitch. Das weiß ich leider noch nicht. Das weiß ich leider nicht. Das steht noch nie fest. Vielleicht in ein paar Jahren oder so. Das steht noch nie fest. Ich gucke gerade zur Zeit, ja, wie ich das alles mache und so, weißt du, weil ich will halt Campface haben. Und zur Zeit, wie gesagt, ich habe keine Kamera und so, das dauert. Zeit braucht man lange, weißt du? Ich weiß nicht, wie man den Satz reinmacht. Also, mit der Wartung, sagen wir so, bei uns sagt man, beim Wartung hat man Chance. Weißt du? Also, wenn du wartest die ganze Zeit, dann verdienst du was. Und dann hat die Warte auch gute Zeit. Junge! Was will er von mir? Was will er? Ey, sag nicht bombardieren, Digga. Sorry. Ja, ich trete. Junge. Was will der? Soll ich den umboxen? Alter, er ist rot. Junge, ist denn eine Mafia oder was? Piss dich! Oh, vom Boden abhauen, Digga. Aber ganz schnell. Verpiss dich, ihr Schweine. Oh Gott, Corona, Digga. Oh, Digga, der schießt schon. Oh Gott, ich habe Angst, dass der mich gerade bombardiert hat. Deswegen gehe ich ganz schnell. Digga. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Digga, ich weiß nicht, wohin ich gehe. Oh, Junge. Wo ist denn der? Ich habe seinen Namen nicht gemerkt. Aber er ist auf jeden Fall rot. Lol, hier, da fliegt er schon. Scheiße. Ich gehe zum Büro. Ich habe auch Büro, Leute. Ich gehe ganz schnell zum Büro. Ich versuche schnell ins Büro. Schnell, schnell, schnell. Schnell, hoch, schnell. Digga, das gibt's doch noch. Ich muss hoch. Nein, er ist hinter mir, nein! Oh mein Gott, 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 das wird so spannend, Junge! Ich wusste es, dass er mich schlägt, Digga, mit seinen hässlichen Raketen. Mann, wenn ich oben wäre, hätte ich auch. Egal. Ja, er muss jetzt das Geld bezahlen. Ja, er wartet auf mich. Was? Meadow? Seit wann ist Meadow hier? Ist er da? Nee, heißt Samuel, okay. Er ist oben, ne? Hallo, Leute?
So? Ja, wahrscheinlich. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich hoffe, ich fuck damit die ganze Zeit nicht ab jetzt. Dass man jetzt ein Auto klauen, Digga. Nein, 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 Bruder. Ey, was hab ich jetzt gemacht? Ah, lol, mit den Kämpfen. Ja, Leute. Komm, let's go. Wir rasieren den. Wir nehmen den auseinander. Wir nehmen den Mitspieler auseinander. Komm, Bruder. Hoffe ich, kommst du nicht mit deinen. Hey! Junge, ich hab nicht mal Sniper, du Hund. Also in den Camper oben, Alter. Komm, trau dich hier, komm runter. Ich weiß nicht, ich hab Sniper. Nein, hab ich nie. Der muss runterkommen. Er muss runterkommen. Dankeschön, Bruder. Dankeschön, Dankeschön. Fahrlos, du Hund. Ey. Ach komm, mit seinen Raketen. Ah, ich verliere sowieso. Wie kann man ihn verlassen, Bruder? Wir verlassen ihn, ich habe keinen Bock auf ihn. Perfekt. What the fuck? Reden naja, Leute, auf jeden Fall. Das war's eigentlich mit der Video und hoffe, ich hat es gefallen. Wie gesagt, nächstes Video wird es noch gespannter. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt Daumen nach oben. Ja, Mann, das war's. Nice mit euch. Bis nächstes Video. Ciao, ciao.